Also der Modus ist ganz witzig. Einer der besten Modi in dem ganzen Ja, Spiel. eine Gruppe fährt Twacker, eine Gruppe fährt Fahrräder. Die Fahrräder müssen unten ankommen und die Twacks müssen sie zerlegen. Also töten. Ja, Der ist witzig, der Modus. Der ist wirklich witzig. Ich bin bestimmt Fahrradfahrer. Ja, aber mein Glück auch. Nein, die Fahrradfahrer haben auch einen kleinen Vorsprung. Also die stehen nicht direkt bei den Twacks. Das wäre sonst ein bisschen assi. Was haben wir denn? Oh, Twacker. Ich bin Radler. Ach. Nein, wir sind genau anders wie sie da. Was sagt man zu Radler? Radler ist kein Alkohol. Hä? What the fuck? Warum bin ich jetzt ein... Ich bin ein Adler. Ich bin eine Eule. Ich dachte, ja, ich bin ein Aal. Ich bin ein Aal. Ich hab einen Aal, aber ich bin keiner. Ich kann es nicht mal ändern, ey, bei mir den Augen. Markus, eine Katze. Wow. Nope. Wenigstens hat sie das passende Outfit an. So. Dann spielst du auch gerne mit Leuten, lieber mit mehreren Leuten dabei. Das ist, wie gesagt, witzig ist es auf jeden Fall. Hast du Hasta la Vista 3? 3. So, töte die Radler. Die gibt's auch mit Jets und Autos und sowas. Ja, Jets, die Autos verfolgen, die Autos von mir fand es auch geil. Ja, also allgemein diese Jagdmodus finde ich einfach aber gut. Aber das hier ist eigentlich mit der lustigste. Da vorne ist doch schon Radfahrer. Oh, Alter. Nein! Ich bin an der Alpha-Wand hängen geblieben. Und ich bin runter. Ja, Dreieck gedrückt halt bitte. Das Problem ist einfach, dass wenn einer kommt, das ist das... Zählt. Ja, das reicht. What the fuck? Da muss ich schon ganz da hinten anfangen? Wahrscheinlich. Ich bin jetzt am ersten Radler bin ich dran. Sie ist einfach zur Seite gesprungen bei mir. Baby habe ich platt gemacht. Mikro, der Blaster. Bläst jemand mit Mikro? Fast. Nein, was ist das? Ich bleib immer in irgendwelchen Dingen hängen, das ist doch nicht normal. Ich bleib einfach hier hinten, lol. Was? Bleibst du einfach da hinten? Komm mal mit da vorne! Ja, ich verfahr ja schon, aber... Ich wurde einfach ganz hinten gespawnt, das ist halt dumm. Irgendwann musst du wieder auf die Straße zurück. Ist klar. Mikro, ey. Ach, fick dich doch, Alter. Ja, du hast gewonnen. Jetzt krieg ich dich nicht mehr reingeholt. Mann. Ich denke, ich merke nicht. Der fährt einfach die ganze Zeit durch irgendwelche Bäume durch, wo du mit dem LKW gar nicht hinterherkommst, weißt du? Wo du gar nicht hinkommst. Ja, richtiger Club zuhört. Ne? Ja, ist gut, passiert. Ach, noch 5,5 Stunden. Hä? Bis wann? Nichts als gut. Lotto. So nach dem Motto. Viel haben wir eh nicht mehr Zeit, halbe Stündchen noch oder so. Jetzt sind wir Radler. Toll.
sehe nur die LKWs hinter uns. Ja, den müssen wir ausweichen. Klick, 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 klick. Ist so. Du musst ein bisschen Offroad fahren, Enrico. Da kommen sie nämlich nicht hin. Bist du zu zweit auf dem Boden? Vergiss es. Auch so ein schönes Rennrad, ne? Ja, klar. Einfach schön, komplett weg von der Linie oben. Er hat's geschafft. Jetzt bin ich der Einzige, der hier... Der geht irgendwie weit runter. Ja, wenn du auch zu weit abseits fährst, dann ja. Nein, ich bin runtergefallen. Das mit dem Abseits, das hab ich schon gemerkt, nur da war ich schon wieder in der Zone drinnen und dann ging es irgendwie wui, dann bin ich runtergefallen. Alter, 1,2 Kilometer noch, ey, das ist ekelhaft. Scheiße, jetzt bin ich runter. Oh nein, ich befürchte, dass es nicht geht. Nein! Das war's. Ertrunken. Ja, ich bin im Bach unten gelandet. Das sieht aus. Du hast gar keine Kontrolle über deinen Körper. Nee, ich habe keine Kontrolle. Ich habe kein Fahrrad mehr. Aber das Lustige ist, du musst ja nicht mal mit dem Dings. Du brauchst ein Auto jetzt. Ja, ich kann zu Fuß auch gehen. Das ist ein bisschen weit. Oh Mann. Ja, leg dich ein bisschen noch hin. Leg dich schlafen, während der LKW dann über dich rumrollt. Oh, guck mal. Brrr. Ja, fick. Ja, fuck you, ey. Am besten, dass man sich einfach noch hinlegt und hinsetzt und wartet, bis der LKW kommt. Wo ist das Popcorn? Oh, das Spiel lässt mich einfach nicht mehr gewinnen. Kein Eben gerade viermal einfach explodiert für nichts. Jetzt die Scheiße. Boah, das hat sich eine miese Katze. Ich will die Kette haben. Für nichts, ey. Weißt du schon wieder, wegen so einer Scheiße verlierst du dann solche Spiele noch. Ich hab noch einen Kilometer oder so bis zum Ziel. Dann kommst du so einen scheiß einfachen Hügel nicht hoch. Ganz ruhig. Ja, nee, aber sowas frustriert. Wenn das dann nur die ganze Zeit so durch so eine Scheiße verlierst, nervt es einfach irgendwann auf Dauer. Runter von der Baustelle. Falschem Sprung auch noch. Okay. So, naja, gucken wir mal. Alle stehen, ne? Bestellt und nicht abgeholt. Selbstmord gefährdet. Geil. Hä? Wie kommst du da? Mal hier. Wäre nicht schlimm, wäre jetzt krass gewesen, wenn ich einfach mich an der, wenn ich an der Laterne da geblieben wäre. Mein Gesicht. Ich bin verunstaltet. Ah, 15. Yes! Volle Punktzahl. Erster. 90 Punkte.
Ich hab's nie beendet, weil ich gegen das Haus gefallen bin. Ja, das hätte mir passieren können. Ich hatte jetzt eigentlich fast gedacht, dass ich am Start an dieser an der Lampe da hängen bleibe. Ja, ich habe immer 15 Punkte gekriegt bei jedem. Yay, endlich mal. Was? Du musst beim Start übrigens, bevor du landest, unten mit L1 und R1 einfach die Beine anziehen, dann landest du sanfter und klatscht nicht so auf den Boden. So, was haben wir noch? So, bleibt es. Stunt drin. Ach, wie süß. Gottchen. Markus, weißt du, auf dich habe ich gerade nochmal 1000 gesetzt, weißt du? Mach mal bitte. Also du bist. Ach, scheiße, du hast schon gestartet. Ja, damit kommst du aber auch früh immer auf die Idee, mir was zu sagen. Ja, das wollte ich gerade. Ich habe es gerade erst gesehen, dass unten schon letzter Platz eliminieren. Das ist ein süßes Mini-Auto. Ja, C-Autos. Ferngesteuerte Autos. Die gab es auch bei GTA Vice City zum Beispiel. Da gab es auch diese Rennen mit dem RC-Wagen. Nee, erinnere ich mich daran, danke schön. Ja, die fand ich auch ziemlich ätzend in der Mission. Aber ich glaube, ich habe die sogar geschafft. Da gab es auch die Mission mit dem Hubschrauber, wo dann der Baustelle das Ding hochjagen muss. Ja, diese Bomben, ey. Ja, das hat, glaube ich, auch 4 oder 5 Mal gebraucht. Aber der Trick war eigentlich, oben anzufangen und da unten durchzuarbeiten. Ja, und dann nach unten. Den Trick hätte ich auch. Ja, die Frage ist, wie direkt ist die Lenkung? Okay, es geht. Ah, du hast Geist angemacht, okay. Nee, das ist nur am Start immer so. Ja, ist klar. Alle fliegen rum. Oh, und du ziehst durch wahrscheinlich. Weg mit dir. Das war was, warst du auch selber. Nein, warum? Ach man, Spiel. Die Wand in die Dings da rein. Na egal. Alles gut. Und warum bin ich immer noch Vierter? Na egal. Au. Hä? Was macht mein Controller schon wieder? Oh, ey. Wo bist du denn hin? Ja, verreckt. Weißt du. Ich hab so eine Linksziehung. Runde 2 von 3. Herzhaft? Ja. Ja. Aber die sind doch eigentlich ganz witzig hier, die Mini-Rennen. Boah, das ist so knapp, weil der genau direkt dahinter hängt. Was? Oh Mann! Mann, der bricht so aus und landet genau in der Wand, in der Dings, in der Laterne. Sag ja, mein Spiel hasst mich. Ja, nach dem Motto, wenn du irgendwo vorne mit dabei bist, musst du irgendwo wieder nach hinten. Oh Mann. Das ist egal. Was ist denn? Bin ich halt Vierter. Yeah.
Ich hab 25 RP bekommen, weil ich Wheelie gezogen hab. Ach man. Weißt du, du fährst eine Rechtskurve, was macht das Auto, bricht aus und zieht da links einen Kreis. Ja, hatte ich vorhin auch. Also ich hätte Markus mich überholen können. Ja, ich war schön wieder dran an Baby und dann so eine Kacke, weißt du. Wie so eine Kacke verlierst du jedes Mal mich rennen oder sowas. Na, sah mal so gut aus hier. Sag, auf der geraden Strecke einfach wer ausgebrochen. Ja, egal, dann hab ich. Für die Seite. Look at this. Aha. Hey.